dafür. Capital hat damals Angie nicht nur Nemo verlassen, sondern auch auf sehr viel Geld verzichtet. Denn Angie war und ist immer noch sehr gefragt. Viele Labels wollten ihn haben. Er entscheidet sich aber für Capital und macht mit seiner Unterschrift 700.000 Euro weniger, als er eigentlich bekommen könnte. Später stellt er fest, dass es wohl die falsche Entscheidung war. Denn er und Capi verstehen sich nicht wirklich. Mittlerweile gibt es auch einen Diss gegen seinen Ex-Label-Boss. Eine Antwort darauf gab es bis jetzt noch nicht. Auch der Rapper Rammo, der bei Massiv war, hat sich irgendwann für Bra-Musik entschieden und lange keine Musik mehr released. Allerdings auch bei Capi hat er nichts rausgebracht und sein Deal bei Bra-Musik wurde nie bekannt. Jetzt spricht er in seiner Insta-Story ein wenig darüber, auch über den Diss von seinem Rap-Kollegen Angie. Er hat mich raus und solche Fitnerfragen. Wobei ich sagen muss, dass ich es nicht verkehrt finde, Bars zu kicken, Sache auf Rap-Ebene zu regeln. Ich feiere NG sehr. Das ist mein Bruder, ich feiere den wirklich sehr. Und ich war auch bei Capi für ein paar Monate unter Vertrag, was wenige wissen. Ich wünsche beiden das Beste auf jeden Fall. Ich finde es gar nicht verkehrt, mal die Sau rauszulassen auf Rap-Ebene. Da sehe ich kein Problem mit. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Findet ihr, dass Rammo bei Capital gut gepasst hätte ins Label? Und wie findet ihr den Diss-Track von Angie? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.